Shalom, Shalom aus dem wunderbaren Uganda. Und heute habe ich eine besondere Ehre, und zwar die Sandra aus Hamburg ist zu uns auf Besuch gekommen. Und sie ist ein ganz kostbares Exemplar der Herrlichkeit Gottes. Er hat in ihr Afrika und Europa vereinigt. Der Vater war Afrikaner, die Mutter Europäerin. Und so hat sie natürlich schon gewisse Vorteile, weil das ist eine sehr gute Verschmelzung. Und sie will heute einige Fragen stellen, und ich vertraue, ich habe die richtigen Antworten. Genauso ist es. Ich danke dir, Maria, dass du dir dafür die Zeit nimmst, denn ich weiß, du hast doch hier in Uganda ganz, ganz viel zu tun. Ja. Und ich lege mal gleich mit der ersten Frage los, die mir wirklich auf dem Herzen brennt. Das ist auch immer das Künstlerische, und ich habe nämlich gehört, dass du eine Art Talentschule, Talentschmiede hier gründen willst oder schon getan hast. Was steckt dahinter? Ja, also ich habe schon von Anfang an gespürt, dass diese afrikanischen Kinder wie unangezapfte Quellen sind und dass die angezapft werden sollten und dass die freigesetzt werden sollten. Und wir wissen ja, die besten Sportler der Welt sind Afrikaner. Die besten Musiker der Welt sind Afrikaner. Aber sie mussten Afrika verlassen, um anerkannt zu werden. Und dem möchte ich jetzt entgegenarbeiten. Und zwar besonders eben auch für Straßenkinder. Denn Straßenkinder sind sowas von Überlebenskünstler. Die wissen, ich muss alles geben, damit ich überlebe. Aber wir werden sie aus dem Überleben herausholen und ins Leben führen. Ja? Und die Inspiration, die ich dazu bekam, war durch Eddie Kenzo, ein Uganda, der extrem arm aufgewachsen ist. Mit 4 Jahren wurde er Vollwaise. Oder die Mutter hat er verloren mit 4 Jahren. Und dann war er 17 Jahre Straßenkind. Und heute ist er das Idol für junge Menschen, dass nicht der Anfang zählt, sondern das Ende. Und er hat wirklich mit Sport sich durch die Schulen gebracht. Er hat zwar nur 3 Jahre Schule hinter sich, aber er ist ein extrem intelligenter Kerl. Mhm. Habe ihn einmal gefragt, wo hast denn du deine Weisheit her? Sagt er, ja, weißt du, Mama, andere Menschen haben Bücher gelesen ihr Leben lang. Ich habe Menschen gelesen. Ja. Man überlebt nicht auf der Straße, wenn man nicht die Menschen kennenlernt oder erkennt. So hat er gesagt, habe ich gesagt, ja, was wäre denn dein Lebenstraum? Sagt er, eine Talentenschule. Und ich habe, es war mir interessant, als ich dann den Eddie gefragt habe, was ist denn dein Lebenstraum? Was würdest du gerne in diesem Land als Segen sehen? Dann hat er gesagt, Mama, eine Talentenschule. Und wie er das gesagt hat, war bei mir ein Kribbeln in meiner Magengegend. Das ist immer ein Zeichen, dass der Heilige Geist spricht. Und da dachte ich mir, das wollte ich ja schon lange, weil ich gespürt habe, wie diese Kinder talentiert sind. Aber weißt du, wenn man mich fragt, was mein Talent ist, dann wäre es Radfahren. Ja. Mit so einem Talent fängt man keine Talentenschule an. Sage ich, Eddie, jetzt fangen wir es an. Du bist der Motivator. Du wirst der Todangebende sein. Du wirst den Kindern ein lebendes Symbol sein, dass Gott also mit keiner Situation am Verzweifeln ist, sondern wir ihm nur glauben müssen. Und weißt du, ich habe ja schon erwähnt, dass die besten Musiker der Welt sind Afrikaner, die besten Sportler sind Afrikaner. Und sie haben immer andere Nationen groß gemacht. Mhm. Und das wollen wir stoppen. Mhm. Weil es ist wieder eine moderne Form von Sklaverei. Ja, und das ist ja auch leider so, dass sehr viele Künstler und Künstlerinnen ihr Heil ja oftmals auch in Westeuropa suchen, weil es natürlich auch dort sowas wie Kunstförderung gibt. Da gibt es Töpfe, an die man ran kann. Das ist in Afrika oder in vielen afrikanischen Ländern ja nicht der Fall. Abgesehen von der Talentschmiede, die du vorhast, was denkst du, was könnte zum Beispiel hier in Uganda passieren, damit auch die Künstler einfach auch eine größere Anerkennung bekommen? Und nicht nur Kunst für Tourist und Touristin machen, für Weiße, sondern für sich. Ja, also man müsste sie einfach nur ermutigen. Ermutigen und dann ihnen helfen, dass sie ihre Produkte auch in fremden Orten ausstellen können. Weißt du, die Fremden, die kommen, also die Gäste, die kommen, die sind begeistert von unserer Kunst.
nicht um meiner, sondern der Kunst meiner Kinder. Und die kaufen gerne. Wir haben ja eine große Töpferei schon. Und wir haben auch schon eine Kunstschule hier. Und die sind enorm kreativ. Und die arbeiten nicht nach einem Programm, sondern die haben Eingebungen. Mhm. Die träumen von, zum Beispiel, wenn man da hinüberschaut, ja, diese ganzen Verzierungen unserer Häuser, you know, das hier, das ist alles in ihren Herzen geboren worden. Da habe ich weder was gesagt, noch ihnen einen Auftrag gegeben. Das haben sie gesehen, haben gesagt, Mama, das müssen wir afrikanisch schmücken. Und ich finde das einfach wunderbar. Sie sind, weißt du, die Afrikaner sind von hier gesteuert. Und nicht dumm, aber die Logik ist nicht bei ihnen so wichtig wie bei uns in der westlichen Welt. Die westliche Welt ist logisch. Man muss alles wissen, man muss alles programmieren, muss alles im Griff haben. Der Afrikaner lebt aus dem Geist heraus. Und da kommt dann diese schöpferische Sache. Am Anfang habe ich gesagt, was macht's denn da? Sagen Sie, Mama, lass uns einmal anfangen. Dann werden wir sehen, was es wird. Ja. Und so ist überhaupt die ganze Kultur von Afrika, also ich kann jetzt nur von Uganda sprechen hauptsächlich, und von der westlichen Welt, die sind total verschieden. Der westliche Mensch, der muss alles im Griff haben, er will alles machen. Der Afrikaner, der lässt alles fließen. Und da kommt eben dann diese Schöpferische herauf. Und die sind selber genauso überrascht wie jeder andere, weil das nicht geplant war. Ja. Und so erlebe ich wirklich hier in Uganda ein Leben aus der Kraft Gottes heraus. Ein Leben aus der Schöpfung, also schöpferisch. Gott ist schöpferisch. Und er will durch uns schöpferisch sein. Ja. Und so bin ich eben ganz dankbar, dass wir hier das auch leben dürfen. Und diese Straßenkinder, ja, die ja sonst eigentlich keine Chance hätten, extreme Talente haben. Zum Beispiel der Eddie Kenzo hat ca. 200 Kinder schon betreut. Die hat er in gemieteten Häusern gehabt und die hat er immer wieder besucht und ist in die Schule gegangen. Aber die hat er hauptsächlich in Fußball trainiert. Und jetzt hat er diese Kinder alle in unsere Schulen gebracht. Und du schaust, keiner will mit uns mehr Fußball spielen, weil wir immer gewinnen. Wegen dieser Kinder, der Straßenkinder, die der Eddie Kenzo bereits in seiner Hand hatte. Nun ist das, soweit ich weiß, Projekt ist ja schon ziemlich konkret. Also es soll ja auch schon ein Haus geben, also wo diese Schule dann... Nicht ein Haus, ein riesiger Komplex. Ein riesiger Komplex. Und wo ist der? Ja, der ist circa 15 Kilometer von hier weg, direkt im Busch. Das hat Gott uns so gezeigt, die müssen weg von der Großstadt. Weil diese Einflüsse von Drogen und auch anderen Verführungen, da müssen sie ferngehalten werden. Und die werden dort auch, weißt du, die haben ja keine Familien, nicht? Ja. Und wir machen immer so Gruppen, bis jetzt haben wir das so gedacht, immer 12 Kinder mit einem Ehepaar, die eine geistliche Mutter und geistlicher Vater sind. Ja. Die werden dann auch in kleinen Gruppen sich immer wieder treffen. Sie müssen Familie erleben. Und das werden sie auch erleben. Und da darf sich jeder dort ausüben oder dort einsetzen, wo er glaubt, seine Begabung ist. Und wir werden es auch prüfen. Ja, das wird Sport, Musik und Kunst sein. Und zwar wollen wir da alle Ebenen ihnen anbieten. Zum Beispiel beim Sport natürlich Fußball, Korbball, Tennis, Schwimmen, Marathonlaufen. Bei Musik alle Instrumente. Toll. Auch Tanzen, Trommeln, Singen, und dann für Kunst, da werden wir verschiedene Abteilungen haben für Malen, Zeichnen, Schnitzen, Töpfern und Metallarbeit. Ja. Also sie dürfen sich auf vielen Ebenen austoben und ausprobieren auch. Ja. Was natürlich sehr kritisch ist jetzt, dass wir die richtigen Lehrer kriegen. Ja. Wir müssen jetzt Lehrer bekommen, die nicht sich selbst verherrlichen wollen, sich selbst darstellen wollen, sondern den Kindern helfen, in ihre Kreativität zu kommen. Und es ist nicht leicht, die zu finden, aber es gibt sie. Es gibt sie. Und wir sind voller Vertrauen, dass spätestens diesen Herbst oder nächsten Frühjahr
wir mit der Schule beginnen können. Die Schule selbst ist schon fertig. Jetzt haben wir 22 Mitarbeiterwohnungen gebaut, aber es fehlt noch viel. Es fehlt eine Großküche und eine ordentliche Umzäunung von dem Ganzen. Dann eine Speisesaal, dann Schlafräume für die Kinder. Ja, es fehlt noch viel. Außerdem wollen wir auch Landwirtschaft. Das ist ein großes Gelände, dass die Kinder auch Landwirtschaft lernen. Denn Landwirtschaft ist ein so lehrreicher Beruf. Mhm. Vom Säen zum Ernten ist eine Zeit, die überwunden werden muss mit Glauben, mit Vertrauen. Und da muss man eben die Pflanzen oder die Felder muss bewässern, man muss Unkraut ausreißen. Also wir wollen, dass sie möglichst lernen vom Leben. Mhm. Und die sind sehr bereit zu lernen. Vom Leben zu lernen, denn die haben ja nur bisher vom Leben gelernt. Ja. Aber sie haben natürlich auch eine Schulausbildung, aber ich werde sie nicht mit Geschichte, die vor 3000 Jahren passiert ist, quälen, weil sie sollen lernen, wie man heute lebt und Reich Gottes auf die Erde holt. Wunderbar. Also da wünsche ich für dieses Projekt wirklich alles, alles Gute. Das wird ja sicherlich auch ein Projekt sein, das dann über Spenden finanziert ist. Total, ja. Total. Und weißt du, wir kriegen jetzt auch bald einen großen Fernsehkanal, der ganz Asien, Afrika und Europa deckt. Mhm. Und da werden wir mit diesen Kindern werden wir wirklich die Nationen ermutigen, auch für ihre armen Kinder. Mhm. Also eine Gelegenheit zu geben, dass sie sich entfalten können. Ja, denn es ist an sich auch eine Schande, nicht nur an sich, es ist eine Schande, in wie vielen Ländern Kinder wirklich in tiefster Armut leben. Ja. Weder ein Bett haben, noch ein Dach über den Kopf, noch eine regelmäßige Mahlzeit am Tag, noch sonst irgendetwas. Ja, aber das wird bei uns anders sein. Ich habe so eine Freude. Ich werde mich selbst auch sehr investieren in diese Schule, in diese Schüler. Und zwar, um sie wirklich heil zu lieben und ihnen zu zeigen, wer sie sind. Nicht, was der Anfang unseres Lebens zählt, sondern das Ende. Ja, dieses Werk zeigt es ja. Ich bin ja, als ich angekommen bin, ich habe ja die Common Sea Tour mitgemacht, also Uganda kennenzulernen. Wir sind ja, glaube ich, 24 Teilnehmende aus Deutschland, Österreich, Schweiz gewesen. Und ich glaube, am zweiten oder dritten Tag haben wir dann ja auch eine Begehung hier dieses ganzen Geländes gemacht und waren dann ja auch bei den Waisen, bei den Waisenhäusern, wo die Kleinste, die ich gesehen habe, war, glaube ich, etwa 8 Monate alt, also eine Krabblerin. Und ich habe mit einer der Nurses gesprochen, der Josephine, die mir auch zum Beispiel von einem kleinen Jungen erzählt hat, der David, der müsste jetzt irgendwie so 3,5, 4 Jahre alt sein. Ein Kind, was wirklich vor Freude überbordend ist. Und sie sagte nur, das würde man nicht glauben, wenn man ihn gesehen hätte, als er gekommen ist. Das war nicht nur ein Schatten seiner selbst, ein Kind, was total vernachlässigt war, unterernährt war, traurig war, voller Furcht war. Und es ist wirklich jetzt ein Kind, der strahlt. Ja. Der strahlt. Ja. Und da kann ich dir etwas Gutes berichten. Und zwar am Anfang, wo ich noch ein bisschen mehr Zeit hatte, habe ich gebeten, dass sie mir diese Kinder alle bringen. Wir haben ja Kinder, die auf Müllhalden gefunden wurden und einfach weggeworfen wurden. Ja. Und diese Kindlein, die haben einen Gesichtsausdruck gehabt, wie ein 80-jähriger Mensch. Alles ist runtergehängt, traurig, ohne Ende. Mhm. Und dann habe ich gesagt, die möchte ich gern bei mir haben. Mindestens 4-5 Stunden. Ja. Und habe die Kinder in den Arm genommen, habe sie an meine Brust gedrückt und habe nur gesprochen, wie wunderbar sie sind und was Gott für Pläne für sie hat und dass sie ein enormes, herrliches Original der Schöpfung Gottes sind. Und dann haben sie mich nur angeschaut und habe ich so lange die Wahrheit der Liebe in ihr Herz gesprochen, bis sie angefangen haben, den Mund zu verziehen und zu lächeln. Ja. Und es ist sehr wichtig, diese Kinder, selbst wenn wir glauben, die verstehen uns noch nicht, die spüren, da kommt was aus dem Geist in ihren Geist. Und ich habe das liebend gerne gemacht. Mhm. Ich habe wirklich gespürt, das war wie eine Wiedergeburt, verstehst du? Mhm. Die haben geglaubt, ja, der Tod ist ihr Ende. Ja. Und dann habe ich sie ins Leben gerufen und die sind wunderbar. Also ich liebe diese Kinder, weil sie sind so voller Dankbarkeit und so voller Freude und so voller Glauben, dass Gott keinen Fehler gemacht hat, als er sie erschaffen hat.
und dass das Beste noch vor Ihnen liegt. Mhm. Ja. So, also ich freue mich auch, dass du den Knaben erlebt hast. Ja, und ich werde nachher noch einen weiteren kleinen Knaben erleben, der schon seit Monatiers dann abgeholt worden ist. Und ich bin letzte Woche vorbeigegangen und dann sagte mir die Josephine, ja, die Mutter hat die wieder abgeholt und ich war da sehr traurig drüber. Und Josephine hat dann den Großvater angerufen und sie hat mir vorgestern Bescheid gesagt, dass die Mutter kommt mit dem Kind. Und kurz bevor du gekommen bist, hat sie mich angerufen und hat gesagt, die Mutter sei jetzt da. Und ich habe gesagt, ich habe mit Mama Maria jetzt ein Gespräch. Sie möge bitte zusehen, dass die Mutter bleibt. Und wenn wir hier fertig sind, dann gehe ich dorthin und werde mit dieser Mama sprechen, dass sie wirklich dieses Kind hier in der Obhut lassen soll. Weil wir wissen nicht immer, welche Umstände das sind, die dazu geführt haben, wie sie einfach sind. Aber wir wissen, dass hier ein Ort ist, wo dieses Kind wachsen und gedeihen kann. Ja, ja. Und vor allem auch die anderen Kinder, weißt du? Ja. Die sind sehr bemüht, dass diese Neukömmlinge zu lachen beginnen und sich freuen, zu freuen beginnen. Ja. Na, es ist wirklich ein Ort, wo es ganz viel von der Liebe Gottes ausgegossen wird. Ja. Ich bin sehr dankbar. Ich würde jetzt gerne noch mal also auf, generell auf Europa, Afrika zurückgehen. Afrika ist nur der zweitgrößte Kontinent, das wissen wir. Sprechen wir mal, du bist da gebürtige Österreicherin, hast aber auch die ugandische Staatsbürgerschaft. Amen. Du kennst Deutschland, Österreich, Schweiz sehr gut. Du bist sehr häufig dort, auch zu Vorträgen. Wie siehst du das Afrika-Bild? Also ich sage es jetzt mal wirklich so ganz generisch. Glaubst du, dass sich da was in Europa langsam geändert hat? Weil das, was wir ja eigentlich immer nur zu hören bekommen, ist immer nur entweder Katastrophen oder Flüchtlinge, dass in den afrikanischen Ländern oder in vielen es einfach eine große Vibration gibt, dass es Jugendliche und junge Erwachsene gibt, die sehr gut ausgebildet sind, wo übrigens nicht jeder nach Europa will und wo es auch mittlerweile genügend gibt, die selbst wenn sie in Europa waren, sagen, das brauchen wir alles gar nicht mehr. Wir gehen zurück nach Lagos, wir gehen nach Accra, wir gehen nach Dar es Salaam, wie auch immer. Wie schätzt du so für dich, die ja sehr viel unterwegs ist und sehr viel mit Menschen spricht und vieles einfach auch sieht, wie schätzt du das ein? Ja, weißt du, ich glaube, wir weiße Rasse haben da sehr viel Schuld daran, dass der Afrikaner ein niedriges Wertempfinden hat. Und zwar war das jetzt, glaube ich, im 18. Jahrhundert, vom Commonwealth haben sie Hunderte von Kundschaftern ausgeschickt in den Staat Afrika, nicht Kontinent, um herauszufinden, wie man sich diese Menschen von diesem Staat untertan machen kann. Und alle sind zurückgekommen mit derselben Botschaft. Wir haben den schönsten Staat gefunden, den reichsten, die glücklichsten Menschen. So viel Freude haben sie erlebt. Aber wir haben nur einen Vorschlag, wie wir sie uns untertan machen können. Wenn wir Weißen mit der Farbe die Schwarzen überzeugen, dass was wir bringen besser ist als das, was sie haben. Und diese Lüge, also ich kann nur sagen, die hat unwahrscheinlichen Schaden angerichtet. Also da, und dann kam auch die Zivilisation, weißt du, die Industrialisierung. Mhm. Ich weiß zum Beispiel ganz sicher, dass vor dieser Lüge, da gab es am Abend ein Lagerfeuer, jeden Abend. Und da haben die Väter, die Großväter, die haben alle zusammengelebt, ja, die Generationen, haben da den Kindern Geschichten erzählt. Das war die Schule. Und haben sie gelehrt und haben mit ihnen gesprochen. Und das hat mit der Industrialisierung aufgehört. Und dann hat man sogar Kinder in Internate gegeben, ja. Und der Afrikaner liebt es, sich zu spüren, weißt du. Zum Beispiel, wie viele Kinderwegen hast du hier schon gesehen? Keine, ist mir auch aufgefallen, ja. Ja. Die Kinder werden bis 2 Jahre an der Brust, am Rücken getragen. Sie werden gestillt viele Monate. Und nach 2 Jahren kommt das nächste Kind und dann muss der halt schon runter. Laufen können. Mhm. Ja, und dann kommt der nächste hinauf. Und diese Kinder lieben es, sich zu spüren. Ja, also wie oft hast du schon ein kleines Kind, 5, 6 Jahre gesehen, ein anderes Geschwisterchen zu tragen. Ja, und das tun sie gerne. Mhm. Gerne. Und sie sind einfach, sie lieben Gemeinschaft. Sie sind keine Individualisten. Absolute Gemeinschaft. Und da haben wir mit unserer Kultur sehr viel Schaden angerichtet.
Zum Beispiel will hier keiner wirklich alleine leben. Aber bei uns will ja jeder eine Wohnung für sich selbst. Und dann jammern sie, dass sie einsam sind. Hm. Ja, das haben sie sich selbst geschaffen. Aber hier, du siehst ja über eine Familie, jetzt habe ich 12 Kinder in meiner Familie. Und das ist überhaupt kein Problem. Wir sind uns nie im Weg, wir sind uns nicht lästig. Doch wenn wieder jemand kommt, kann er auch nur dabei sein. Ja. Hm. Es ist einfach hier Gemeinschaft. Es ist hier Tuchfühlung. Mhm. Zum Beispiel die kleine Angel, die ich ja adoptiert habe mit 9 Monaten. Da war sie so 2 Jahre circa und hat sie kaum reden können. Und sie hat gesagt, Mama, wo bist denn du in der Nacht? Ja, wir haben in einem großen Ehebett geschlafen. Und dann habe ich gesagt, ich bin hier, Angel. Aber ich spüre dich nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, geh mal dein Fußele. Und dann habe ich das Füßchen gehalten die ganze Nacht. Und habe ich gesagt, Herr, die sind so anhänglich. Die wollen dich dauernd spüren. Sagt er, das möchte ich auch. Mhm. Ich will auch dich den ganzen Tag spüren. Mhm. Wie viele Schriftstellen gibt es, wenn ihr in mir bleibt, dann. Mhm. Wenn ihr auf mich hört, dann. Also, wenn ist das wichtigste Wort in der Bibel. Wenn wir die ganzen Wenns von der Bibel beherzigen, dann fließt ein Segen ohne Ende. Und dann sind wir im Zentrum des Lebens. Mhm. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Mhm. Und es wird euch gegeben. Ja. Also es ist so einfach hier. Es geht einfach um Leben. Nicht um Tun, Tun, Tun. Sondern um Sein, Sein, Sein. Ja. Wobei es auch immer noch sehr viel hier um Überleben geht. Und ja, ja. Ich denke mal, wenn man da raus ist, aus diesem wirklich Überlebenskampf, ja, was ja immer noch sehr, sehr viel ist, dann wird uns wirklich auch ein großer Teil von Afrika zeigen, wo es lang geht. Ich glaube, also das ist jetzt meine Wahrnehmung, ich bin jetzt zum ersten Mal in Ostafrika und auch zum ersten Mal in Uganda natürlich, dass es wirklich so eine Art spiritueller Shift da ist, was Afrika betrifft, aber auch was einige asiatische Länder betrifft. Ich meine, kein Reich hat jemals Bestand gehalten, warum Europa, besonders Westeuropa glaubt, dass das alles auf diesem Niveau bleibt, ist mir unerklärlich. Ja, weißt du, was wirklich ein ganz großes Plus ist in Afrika? Wir wissen, dass wir Gott brauchen. Jeder von uns weiß, ich brauche Gott und er lebt in Verbindung mit Gott. Und das bringt die Herrlichkeit Gottes auf die Welt. Mhm. Ja. Und Gott nötig zu haben, jede Sekunde deines Lebens, ist die größte Reife eines Christen. Mhm. Und da habe ich ja schon erzählt von dem Baum der Erkenntnis und dem Baum des Lebens. Ja. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, da sind wir total unabhängig unterwegs. Und der ist sehr stark vertreten in Europa. Ja. Da habe ich sogar eine Botschaft gehört vor ziemlich vielen Jahren von einem messianischen Juden, der gesagt hat, die westliche Welt hat nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen. Die haben den Baum gefressen. Mhm, ja. Man muss alles wissen, man muss alles verstehen. Es muss Sinn machen, es muss logisch sein. Das ist nicht der Baum des Lebens. Ja, und zumal dahinter steht ja auch diese große Angst des Kontrollverlustes. Ja, ja, freilich. Weil der Mensch will kontrollieren. Ja, aber den verliert man hier. Ja. Also die Kontrolle verlierst du in Afrika. Und du wirst bald einmal spüren, ich muss mich auf die Kontrolle Gottes verlassen. Ja. Dass er möchte das Leben entfalten. Nicht wir gestalten es, sondern er entfaltet es. Mhm. Und so habe ich schon, auch wie ich gekommen bin, weißt du, war ja schon noch ein bisschen behaftet von meinem europäischen Denken und diese Not gesehen habe und gesagt habe, Herr, lass mich wieder zurückfliegen. Weil wo fängt man da an und wo hört man da auf? Dann hat er gesagt, Maria, du bist nicht der Erlöser von Uganda. Und ich sagte, das weiß ich. Aber was tue ich dann? Dann hat er gesagt, nur jeden Tag, was ich dir zeige. Hm. Und weißt du, wir haben ja auch in der westlichen Welt oder auf der ganzen Welt haben wir ja über 2000 Jahre gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und das haben wir gebetet in einem Gebäude, ja, das wir Kirche nennen. Dabei ist kein Gebäude die Kirche. Gott wollte nie in Gebäuden leben, sondern in dir und in mir. Ja. Er will in unseren Herzen leben. Und und dann sind die Leute raus aus der Kirche, dem Gebäude. Und dann war wieder eine ganz neue innere Einstellung. Ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns vier. Mhm.
totaler Egoismus. Weißt du, wir sind auf der Welt, dass wir Gott verherrlichen. Ja. Nämlich Demut heißt nicht, sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Und wir in der westlichen Welt geht es aber um den Humanismus, der Mensch im Zentrum. Hier ist Gott im Zentrum. Da bin ich sehr dankbar. Ja. Maria, Mama Maria, es würde noch so viele Fragen geben und so viel, worüber wir sprechen könnten. Ja. Aber wir lassen es dabei, zumal ich habe ja jetzt gleich die Aufgabe, zu der Mama von dem kleinen John zu gehen. Bitte, bitte. Und zu sehen, dass die Mama dieses Kind, das ist 2 Jahre alt, hier lässt. In guter Obhut. Amen, amen. Dann wünsche ich dir Weisheit und Liebe. Denn bestimmt ist es für diese Frau auch nicht leicht, weißt du, der Schritt. Eine Mutter ist verbunden mit ihrem Kind. Ja, aber vielleicht können wir eine Situation schaffen, wo sie das Kind immer wieder mal besuchen kann. Genau. Ja, okay. Gott hat einen Plan. Amen. Amen. Guten Plan. Dankeschön. Auch mit dir. Ja. Ja. Dankeschön. Also wer jetzt da zugeschaut hat, ihr Lieben, kommt nach Afrika und überzeugt euch, ob ich die Wahrheit gesagt habe. Ja, aber Afrika ist schwer in der Veränderung. Aber es ist großartig und ich kann nur sagen, wie gesagt, ich bin das erste Mal in Uganda. Ich wusste aber schon, bevor ich gelandet bin, dass ich wiederkomme, denn ich habe schon im Flugzeug eine wunderbare Frau aus Kampala kennengelernt, die ich auch schon hier getroffen habe. Also es lohnt sich, es ist ein großartiges Land, es sind wirklich großartige Menschen, sehr zuvorkommend, sehr, sehr hilfsbereit und das Essen ist ein Traum. Ja, alle unsere Früchte reifen auf den Bäumen durch die herrliche Sonne Gottes. Da wird nichts chemisch gereift. So, und das spürt man, gell? Ja, das spürt man. Okay, also dann Shalom, Shalom und auf Wiedersehen in Uganda.